Freunde, herzlich willkommen zu diesem besonderen Video. Alle Einkäufe, die ihr seht, kommen in einem 3-Gänge-Menü auf unter 10 Euro pro Person. Und ich sage nur so viel, wenn ich das alleine machen würde, würde es vielleicht nicht so gut werden, wie wenn ich das mit diesem Mann hier an meiner Seite tun würde. Max Lorenz, schön, dich hier begrüßen zu dürfen. Endlich bei mir in der neuen Küche. Was sagst du? Abgesehen davon, dass ich euch alle hier wiedersehe, großartig. Und die Küche ist super geworden. Mega. Geil. Chapeau. Ja, und Max Lorenz ist nicht nur unfassbar freundlich, sympathisch, gut aussehend und attraktiv, sondern hat auch einen Michelin-Stern. Das ist natürlich eine Sache, die ich sehr bewundere. Und das heißt auch folglich, dass du extrem gut kochen kannst, weshalb du heute behilflich sein wirst bei diesem wunderbaren Menü, oder? Genau. Also Titel war ja, wir kochen pro Person für unter 10 Euro. Und dann schon ein bisschen was mit Anspruch. Also jetzt nicht irgendwie eine Spaghetti Bolognese, die auch super lecker ist. Und dann vielleicht einen Milchreis. Kann ja auch. Oder vorweg machst du noch irgendwie eine Suppe. Alles cool. So, das ist ja schon irgendwie was, wo du denkst, das isst du nicht jeden Tag. Ja. Und da war natürlich die Challenge gegeben. Und ich habe dann einfach mal dir gestern kurz per WhatsApp geschrieben, so was brauchen wir. Habe ich denn erstmal den Preis eingehalten? Ja, du hast ihn eingehalten. Das muss ich vorab sagen. Es sind bei manchen Sachen, also wenn man alles neu kauft, was wir heute benutzen, auch Zucker, Salz, Pfeffer, dann kommt man über 10 Euro pro Person. Aber bei den Sachen, die wir tatsächlich benutzen, landen wir bei unter 10 Euro pro Person. Deshalb, ihr werdet immer die Preise eingeblendet sehen, wenn wir irgendwas verwenden. Es ist wirklich wahr und ich bin überrascht, weil das, was am Ende wirklich auf der Speisekarte steht, klingt nach viel mehr, wenn du mich fragst. Wir machen heute zur Vorspeise eine knusprige Bruschetta mit einem im Ofen gegarten Hokkaido-Kürbis, einer cremigen Burrata und eingelegten roten Zwiebeln. Mama mia. Im Hauptgang machen wir ein schön gegartes Lachsfilet mit einem cremigen Gemüserisotto, mariniertem Rucola und gerösteten Walnusskernen. Oh. Und im Dessert, ich habe gesehen, du magst es, ein Schokoladenauflauf mit flüssigem Kern und dazu eine Soße von weißer Schokolade und Apfel. Mama mia, also wirklich, ich finde, es klingt, wenn man vielleicht noch den ein oder anderen französischen Namen einstreuen würde. Ja. Also, was heißt Brühe auf Französisch? Four. Oh, mit dem Gemüse. Wow. Nee, also es ist wirklich Wahnsinn. Ich glaube, wir werden viel lernen heute. Lass uns anfangen. Es ist viel super zu tun. Ich würde sagen, du fängst an mit dem Kürbis schon mal. Also ja. At first step. Wir werden ungefähr so maximal ein Viertel Kürbis brauchen. Einfach vierteln. Also ich viertel den hier mal und hol dann die Kerne raus. Genau, ne? Kerne raus und dann ja. Ofen. 160 Grad vorgeheizt, Umluft. Einfach laufen lassen und ich kümmere mich in der Zeit schon mal für das Gemüserisotto. Können wir ja quasi jetzt sozusagen, ja, es gab ja mal diesen Begriff Nose to Tail, also vom Tier quasi alles verarbeiten. Kann man ja auch beim Gemüse, also muss ja nicht die Schale wegschmeißen und ja. Dann irgendwie so einen gekörnten Mist holen, sondern kannst du einfach quasi die ganze Schale, die bei so einem Suppengrün immer da ist, einfach nehmen und auskochen und hast dann quasi direkt den Geschmack drin. Also noch einmal viertel ein bisschen Öl dran. Bisschen Öl, bisschen Salz, Pfeffer kannst du gerne mit rein tun. Wenn du willst, kannst du auch schon mal ein, zwei Thymianzweige damit mit drauflegen, wenn du in den Ofen schiebst. Das jetzt, oder wenn man jetzt keinen frischen Thymian hat, kann man auch getrockneten nehmen. Oder man hat Oregano zu Hause, also schon irgendwie was so ein bisschen Wumms dahinter hat. Ja. Wenn jemand sagt, oh, bei mir auf dem Balkon wächst mega Salbei, ich liebe Salbei, nimm Salbei, feel free. Bei mir sind die nächsten Schritte, dass ich quasi das Gemüse vorbereite fürs Risotto. Ich schneide das einfach so ein bisschen runter, dass wir, wenn wir quasi nachher den Reis anschwitzen, direkt das Gemüse mit zugeben können und das quasi mit unserer heißen Brühe, die wir jetzt selber kochen, auffüllen. Max schiebt jetzt gleich den Kürbis in den Ofen und wird sich dann gleich einmal um die eingelegte Zwiebel kümmern. Auch hier, klar, eine einzelne rote Zwiebel kriegt man gleich im Unverpacktladen, aber ihr habt den Preis eingeblendet gesehen, so kann man sie kaufen. Man kauft wahrscheinlich ein Netz, hat da ein bisschen was übrig, ist dann halt so. Und was man ja auch sagen muss, bei dem, was wir kochen heute für zwei Portionen, das ist auch schon von den Mengen her für zwei Personen sehr, sehr gut abgemessen. Also wenn es jetzt irgendjemand gibt, so, ja, hat einen dabei, der isst nicht so viel, dann kriegt man damit wahrscheinlich auch drei satt. Ja, ja. So, hier haben wir jetzt quasi die Gemüseschalen, auch hier noch den Rest von der Zwiebel mit rein. Gemüsebrühe machen wir an. Gemüse haben wir geschnitten. Karotte, Sellerie, Porree, Blumenkohl, alles, was im Wurzelgemüse war. Zwiebeln hast du ganz toll geschnitten, großer Tisch. Also Dankeschön. Du könntest jetzt anfangen, die Zwiebeln einzulegen. Das heißt, wir brauchen ein bisschen Essig. Ja, einfach, Mit so rein. Ne? Ja. Rotweinessig ist das jetzt, der billige. Das kann auch Weißweinessig sein. Also das ist jetzt wirklich, da muss man keine Umsummen für ausgeben. Kleine Idee Zucker mit rein. Du kannst ruhig einmal aufkochen lassen. Okay. Ein Zweig Thymian, ein Zweig Rosmarin, wenn du da hast. Was auch, man da hat. Wenn nicht, geht das auch alles getrocknet. Also da muss man sich mal ein bisschen von frei machen, dass man immer nur frische Sachen da haben muss. Jetzt werden die Zwiebeln schon so rosa. Das Wahnsinn, das, ne? Durch die Säure passiert das gerade? Ich dachte immer, dass das so nach 5 Monaten Einlegen erst kommt. Bullshit. Wir haben ja keine 5 Monate Zeit. Ja, ich wollte gerade sagen. Lassen die einfach hier ein bisschen ziehen und fertig. Und dann haben wir quasi nachher so leicht süße Säure, bisschen mediterrane Kräuter drin. Dann werden wir die mit so einer Pinzette platzieren und jeder wird bereit sein, sehr viel Geld für uns auszugeben, für unsere Kochpinzette. Währenddessen quasi die Gemüsebrühe vor sich hinzieht, können wir uns um den Schokoladenauflauf kümmern. Oh, mit ja. dem flüssigen Kern. Mhm. Thema Wasserbad, ne?
Gemüsebrühenbad. In dem schmilzen wir die Schokolade. Aber man kann auch sagen, energiemäßig. Ja, klar. Ist gerade aktuell ein sehr großer Kostenfaktor auf jeden Fall. Ne? Bisschen Schokolade rein, bisschen Butter. Währenddessen das quasi hier anfängt, vor sich hin zu schmelzen, können wir schon mal die Eier nehmen. Wir bräuchten jetzt noch mal einen kleinen Schneebesen, Max. Ja. Dann El Zucchero. Oh, Baiser schlagen von Hand. Nein, wir rühren erstmal nur die Masse zusammen. Wir rühren erstmal die Masse zusammen. Dann ein bisschen Mehl mit beigeben. Ein ganzes Ei. Ich bin jetzt mal ganz ehrlich mit euch, ne? Bei so Kochvideos, ich gucke immer wieder mal so aufs Rezept und sowas. Und der Mann hier macht einfach aus dem Handgelenk alles zusammenwerfen. Da drin haben wir jetzt einfach nur ein ganzes Ei, ein Eigelb, bisschen Zucker, bisschen Mehl, verkühlt. Fertig. Genau. Ihr findet natürlich das Rezept zu dem Ganzen hier auch in der Videobeschreibung. Also ihr müsst jetzt nicht alles auswendig lernen beim Mitgucken, sondern schaut einfach rein. Der Kürbis ist fast fertig. Das heißt, ich habe ein bisschen Zeit, um euch den Sponsor des heutigen Videos vorzustellen. Clark kennen viele von euch wahrscheinlich schon. Wenn nicht, dann ist hier ein kleiner Breakdown. Clark ist ein digitaler Versicherungsmanager, in dem ihr all eure Versicherungen gebündelt einsehen könnt. Ihr habt einen Überblick über euren Versicherungsschutz und wenn Clark merkt, dass ihr für irgendeine Versicherung zu viel bezahlt, dann machen sie dir ein besseres Angebot und wenn dann noch irgendwie Bedarf besteht, kannst du auch mit einem Experten darüber sprechen. Das ist die eine Sache, aber Clark kann noch viel mehr. Eine Versicherung, bei der viele nicht wissen, was sie ist und warum sie gut ist, ist die Berufsunfähigkeitsversicherung. Statistisch gesehen wird jeder Vierte in Deutschland entlang seines Berufslebens einmal arbeitsunfähig. Die größten Ursachen sind nicht etwa Arbeitsunfälle, sondern zu 31% psychische Krankheiten, dass man zum Beispiel an Depressionen erkrankt und deshalb natürlich nicht mehr zur Arbeit kommen kann. Und in solchen Fällen, wo man sich nicht gut fühlt, ist es natürlich sinnvoll zu wissen, dass man abgesichert ist, dass für das eigene Einkommen gesorgt ist und man nicht, wenn es einem schlecht geht, trotzdem zur Arbeit muss. Je jünger ihr seid, desto günstiger ist auch der monatliche Beitrag. Deshalb könnt ihr ihn euch einfach jetzt von Clarks Experten berechnen lassen und ihr wisst, was es für euch kosten würde. Ganz wichtig, das Ganze ist aber vollkommen unverbindlich. Also wenn ihr euch das berechnen lasst, müsst ihr es nicht abschließen. Wenn ihr jetzt aber eh schon interessiert seid, dann habe ich noch eine Kleinigkeit für euch. Wenn ihr nämlich meinen Code MAXPANE benutzt, dann könnt ihr, wenn ihr drei bestehende Versicherungen hochladet, einen Gutschein über 45 Euro bei Best Choice bekommen. Man muss also keine neuen Versicherungen bei Clark abschließen, kann sich aber unabhängig und vor allem kostenlos beraten lassen. Beim Hochladen eurer Versicherung an Clark gebt ihr ein Maklermandat ab. Das heißt, wenn ihr bisher schon einen Versicherungsmakler habt, dann verliert der sein Mandat und Clark hat euer neues Mandat. Also nur, dass ihr das auch wisst. Deswegen vielen Dank an Clark fürs Unterstützen dieses Kanals. Weiter geht's. Ich mach, was immer du mir sagst. Du kannst den Apfel schälen und du kannst ihn danach, sage ich mal, in so groß, ja, ein bisschen kleiner als den Sellerie schneiden. Okay. In der Zwischenzeit nehmen wir uns den Apfelsaft, geben den in den Topf. Wir nehmen jetzt keinen Zucker mehr, weil ich finde, süß ist das schon alles genug. Und der Apfelsaft enthält ja auch von seiner Natur aus Zucker. Eine kleine Idee Zimt. So, Schokolade und Butter sind gleich geschmolzen. Dann können wir es gleich in die Mehleimischung rühren. Ich habe jetzt hier ein bisschen Speisestärke. Die rühre ich mal kurz an. Warum anrühren? Wenn man Speisestärke quasi jetzt einfach in eine Flüssigkeit geben würde, die heiß ist, würde sie sofort verklumpen. Deswegen einfach einen kleinen Schuss Wasser drauf, anrühren und fertig. So, wenn wir jetzt mal einmal hier reinschauen. Das haben wir hier, sage ich mal, ein bisschen angedickt. Das ist jetzt eigentlich von der Konsistenz eine Idee zu dick. Aber es kommt noch weiße Schokolade rein, die macht es noch dicker. Aber dadurch, dass der Apfel ja auch viel Flüssigkeit enthält, wird es nachher eine Idee wieder dünner. Es sieht schon fast ein bisschen aus wie Karamell. So. Ja, du riechst auch wirklich hier schon den Zucker, das ist gut. Dann einfach die Schokolade nehmen, wie sie ist. Wow. Jetzt kriegst du sowas wie so ein Blondie-Karamell dadurch hin. Sieht richtig gut aus. Wie nennen wir das? Süppchen von weißer Schokolade und Apfel. Süppchen. Er weiß, wie gut es ist. Ich möchte fast sagen, es ist dumm gut. Alter Schwede. In der Zeit können wir aber hier unser Küchlein fertig machen. Oh ja. Was ist denn unser Teig? Das ist unser Teig? Das ist unser Teig. Ach was, das, was ich da am Anfang zusammengerührt habe? Ja, lass ich dir das einmal hier reinlaufen und du kannst das dann in der Zeit... Oh, wie gut das wieder aussieht. Oje. Du merkst, es zieht sofort an, es wird fester. Boah, aber das sieht geil aus, Alter. So, und jetzt können wir das mal hier in zwei Tassen aufteilen. Boah, wie schön sich das da reinlegt. Und dann einfach circa so eine Stunde, zwei schon in den Kühlschrank stellen, dass quasi die Masse wieder fest werden kann. Wenn man das jetzt warm backen würde, würde sich obendrauf eine Fettschicht bilden, weil die Schokolade quasi abhaut. Und durch das Kaltstellen emulgiert es einmal komplett und es funktioniert nachher so ein Hitzeschock, dass das Fett nicht mehr austreten kann. Kurze Zusammenfassung, was wir alles haben. Wir haben eingelegte Zwiebeln, wir haben eine Gemüsebrühe, wir haben gewürfeltes Gemüse, eine weiße Schokolade-Apfelsauce. Das heißt, es kommt alles langsam zusammen. Als nächstes rösten wir ein bisschen Brot an, dafür habe ich schon die Plansche bereit. Wie dick schneide ich das am besten? Ich würde mal sagen, so fingerdick ist gut, ein kleiner Fingerdick. Ja. Und auch gern ein bisschen schräg, hat ganz einfach den Grund, desto mehr Auflagefläche haben wir nachher natürlich auch. Ne? Ja, klar. Dann schauen wir uns mal hier unseren Kürbis an. Boah, der sieht schon gut aus, ne? Vor allem auch, wenn man jetzt sagt, irgendwie, boah, ich habe gar keine Zeit und morgen muss das total schnell gehen, kann man das auch super easy vorbereiten. Geil, ja, bitte. Wie von selbst. Ja, sogar einfacher als schälen. Einfach hier und das kann man auch jetzt wirklich sehr rabiat machen.
so runterhacken. Wir bräuchten einen Topf, wo wir das Risotto ansetzen können, aber das können wir schon mal parallel machen. Oui. Wir fangen an, Olivenöl. Eigentlich der klassische Italiener gibt da jetzt auch Zwiebeln mit rein. Wir lassen mal Zwiebeln bewusst weg, denn wir haben schon in der Vorspeise relativ viele Zwiebeln und wir wollen ja nicht, dass abends das so ein Geschosse wird von irgendwelchen Gasen unter der Bettdecke. Das Risottokorn ist ja rein stärkelastig. Das heißt, bei Temperatur öffnet es sich und bei Kälte zieht es sich zusammen. Das heißt, wenn man es jetzt quasi am Anfang salzt, währenddessen wir das Reis ein bisschen anrösten, kann quasi das Salz in das Korn eindringen und wir salzen nicht nur die Soße drumherum. Okay, Thema Weißwein, das ist jetzt eine Sache, die haben wir offen im Kühlschrank stehen. Wenn man es nicht hat, muss man, also klar, wir sind on budget, dann nimmt man ein Stückchen Wasser. Man kann direkt mit der Gemüsebrühe anfangen, man kann auch, wenn man hat, irgendwie ein bisschen Zitronensaft nehmen. Wenn jetzt jemand sagt, so, boah, ich mag das gern, keine Ahnung, orientalisch, fancy, Passionsfruchtsaft, uns geht es einfach hier extrem um die Säure. Es fängt außen an glasig zu werden. Das ist jetzt der richtige Punkt. Jetzt wird es einmal laut zischen. Im Idealfall. Ja, ist okay. Wichtig ist jetzt bei dem ersten Schritt, den Alkohol einmal komplett verkochen lassen und geben jetzt quasi auch schon jetzt unser Gemüse mit rein. Ah, aber auch wichtig, also da merkt man jetzt auch, das ist schon eine ordentliche Portion. Ja, ne? Also wie gesagt, wenn man sagt, irgendwie, das sind da irgendwie drei Leute, die jetzt nicht so den größten Hunger haben, kriegt man damit auch locker drei Leute satt. Ja, ja. Und jetzt immer nach und nach die Brühe draufgeben, nicht am Anfang alles, damit wir quasi immer auf unseren gewünschten Garpunkt kommen können, den wir haben wollen bei dem Risotto. Jetzt Bruschetta. Krass, ihr merkt, also kurz einmal durchatmen, es geht hoch her heute auf jeden Fall. Aber wenn man sich wirklich mit den Sachen auseinandersetzt, ist alles gut machbar. Und was wir nicht vergessen dürfen, auch bei all dem, was hier abgeht, es ist unter 10 Euro pro Person. Wir geben jetzt nämlich gleich das Bruschetta einmal ganz kurz in den Ofen. Okay. Denn ich finde das Biest jetzt hier gerade richtig großartig. Jetzt kommt die Burrata. Zerpflücken wir uns hier einfach so ein bisschen. Burrata halt immer Game Changer, ne? Die schmelzen wir quasi nochmal an, auch, oder ja, wie? Ja, klar. So richtig schön creamy, dass das so da drüber läuft. Nur so ein, zwei Minuten. Und dann essen wir das jetzt einfach, während die anderen Sachen vorbereiten. Genau. Also wir machen quasi so eine Cooking-Session. Jetzt kann man sagen, Energiekosten etc. pp. Weil wir brauchen es für unsere Bruschetta. Wir haben es für unseren Kürbis gebraucht. Vegan unseren Fisch drin und wir backen den Schokoladenaufguss. Also wenn man den Ofen anschmeißt, wenn er immer auf Temperatur ist, finde ich, dann sollte man ihn auch nutzen. Ja. Und das hält auch noch 5-6 Minuten durch, wenn es mal warm gerührt ist. Da musst du jetzt irgendwie nicht vom Tisch aufrennen. Ja. Ja. Hier, den musst du braten. So, im Ofen. Ja, ja, klar. Ein bisschen Olivenöl drüber. Salz gerne. Ein bisschen Thymian. Warum sieht das so gut aus? Weil es manchmal die einfachen Sachen im Leben wirklich sind. Achtung, einmal Max. Und derzeit schieben wir direkt den Fisch rein. Jetzt kommt die Zwiebel ins Spiel. Ich bin einfach mal so frech und übernehme das. Ja, bitte. Ich könnte es auch. Aber heute, ne? Basilikum. Basilikum machen wir auch drauf. Wir machen gleich noch ein bisschen Pfeffer. Olivenöl drüber. Das hier, ne, sieht so edel aus, finde ich. Diese einfache, eingelegte Zwiebel. Und die ging so flott. Fertig. Wow, also wirklich bildhübsch. Erkennt man sofort, ist eine Bruschetta, aber in der Form habe ich es noch nie gegessen. Ihr vielleicht auch noch nicht. Und ihr fragt euch wahrscheinlich genauso wie ich, wie schmeckt das jetzt hier? Ich glaube, das geht richtig ab. Aber ich probiere mal. Boah, ich hatte Sorge, dass wir das Brot zu knusprig gemacht haben. Mhm. Ist aber todeswichtig. Das ist ja schon fast so Crostini, so, ne? So richtig, richtig, richtig knusprig. Der Kürbis ist zu einer Creme geworden. Daran knüpft perfekt die Bruschetta an. Die Säure von den Zwiebeln mit dem Essig, perfekt. Frische Tomate, Basilikum, facettenreich ohne Ende. Sieht hübsch aus und ist, glaube ich, die perfekte Vorspeise. Und es passiert halt immer was, wenn du dabei isst. Also hast du mal ein bisschen Süße, ein bisschen Säure, dann hast du vielleicht mal ein hartes Stück, dann hast du aber vielleicht irgendwo eine kühle Tomate dagegen. Mhm. Also der Kopf arbeitet die ganze Zeit. Und währenddessen du das genießt, mache ich mit dem Risotto weiter. Du musst häufiger mein Gast sein, auf jeden Fall. Man sieht das hier noch in der Hand, dass noch so eine ganz kleine weiße Spitze vom Reiskorn ist. Und das ist jetzt der Punkt, wo der Italiener sagt, dass es al dente ist, wo wir quasi ein bisschen die Hitze quasi fast gegen Null nehmen. Einfach nur eins, damit es nicht auskühlt. Und jetzt kommt rein. Du kennst es mittlerweile von mir, Max. Bör, bör, bör. Die leichte Linie. El Parmigiano Reggiano. Kurz nochmal zum Budget, ne? Parmesan, wenn man ihn neu kaufen muss, blöd. Man kann natürlich auch einen anderen Hartkäse reinreiben, aber wir brauchen nicht viel davon. Deshalb, für ein Nudelgericht hat man ja häufig auch Parmesan zu Hause. Wenn es gar nicht anders geht, was man auch machen kann, ist alten Gouda nehmen, aber ist halt dann nicht mehr ganz original. Oder wenn man es halt ein bisschen leichter mag, ja, so Philadelphia. Aber dann aufpassen bei der Butter, bitte. Allgemein waren das vielleicht 15 Gramm Parmesan, nicht viel. Jetzt haben wir quasi das Risotto fertig. Unser Fisch ist fertig, jetzt haben wir noch den Rucola. Beim Rucola machen wir uns eine ganz, ganz schnelle Nummer. Fisch ist schon fertig, wie lange hat das jetzt gebraucht? 6-7 Minuten, der Backofen war ja vorgeheizt. Beim Rucola machen wir es uns ganz einfach, wir wollen es ein bisschen farbenfroh haben, noch ein bisschen würzig. Rucola hat ja wunderschöne Senfnoten an sich, die Nüsse.
Nicht irgendwie hacken oder so, ist viel zu kompliziert. Einfach in der Hand zerstoßen, weil dann haben sie auch noch unterschiedliche Größen. Und sie werden von außen etwas grobporiger, dass auch nachher wirklich schön Essig und Öl dran hängen bleiben. Öl jetzt rein. Essig dann? Ja, sehr gut, sehr gut. Ich muss gleich wieder drauf kommen. Dann machen wir Essig dann noch dazu. Als nächstes können wir nämlich eigentlich schon direkt anrechnen. Du kannst die Teller gerne einmal hinstellen. Jetzt habe ich schon in der Zwischenzeit unten einmal unseren Schokoladenauflauf platziert. Das heißt, wenn du gleich verköstigst, kann der schon mal weiter backen. Ja, falls ihr es nicht gemerkt habt, Max ist nicht mit. Der kocht all diese leckeren Dinge mit uns, aber fastet gerade auf Kohlenhydrate. Ja, richtig miese Nummer. Richtig mies. Das ist hart, ja. Warum sieht das so gut aus, wenn du das da drauflegst eigentlich? Ich verstehe das auch. Lasst uns probieren. Gemüserisotto, Lachs und ein kleiner Salat. Walnuss, Rucola, sehr, sehr geil. Ich gehe einfach mal rein, ich mache es, wie du es dir gedacht hast, nehme mir von allem ein bisschen was. Ich glaube, gerade das macht dir den Reiz aus. Wir haben den Crunch von der Walnuss, ich bin sehr auf den Fisch gespannt und ich glaube, das wird eine richtig gute Komposition. Probieren wir. Das ist wirklich crazy, schmeckt so gut, vor allem so gesund irgendwie. Obwohl da super viel Butter drin ist, Parmesan drin ist, aber wir haben halt wirklich auch nicht allzu viel Risotto-Reis verarbeitet. Wo man einfach sagen kann, so ja, fürs gute Gewissen kann man das ja genauso nachkochen, man muss dann nur nicht den Schokoladenhuhn nachher machen. Ja, stimmt, aber wirklich die verschiedenen Konsistenzen auch hier sind wieder das, was so die Raffinesse ausmacht. Also dieser frische Rucola, wirklich krass lecker. Eric, ich glaube, du wirst es auch lieben. Eric steht so aufgepumpt hinter der Kamera, weil er jetzt wieder ein paar Tage im Gym war. Das wirst du lieben, Bro, wirklich. Iss es bitte. Mir fehlt auf jeden Fall nicht mehr zum großen Glück. Ich bin wirklich schon fast satt. Aber um richtig glücklich zu werden, fehlt mir, glaube ich, noch ein Schokoladentörtchen. Und das ist jetzt fast fertig gebacken. Richtig schön aufgegangen und sieht wirklich hübsch aus. Mama mia. Der große Moment. Wir probieren. Oh, unser Törtchen in der Mitte noch ganz weich. Oh, Mama mia. Von dir perfekt ausgelöst. Ja, von dir alles andere perfekt gemacht. Ich probiere noch. Und geht für zu Hause, oder? Boah, es ist wirklich so lecker. Bisschen Frucht, bisschen Süße, bisschen Crunch, bisschen Säure. Und wirklich dieses Flüssige in der Mitte. Vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Ich glaube wirklich, jeder, der Lust am Kochen hat, macht das am besten nach, weil unter 10 Euro pro Person. Unglaublich leckeres Menü. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Deshalb, Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Ciao, ciao.